und komme zum Tagesordnungspunkt. Achso, was muss ich machen? Nö, ich komme jetzt zur Fragestunde. Ne? Jetzt kommen wir zur Fragestunde, ganz genau. Dann darf ich die Fragestunde aufrufen. Aus der letzten Fragestunde sind übrig geblieben noch ein paar, ja, nicht nur ein paar, sondern einige Fragen. Und ich beginne mit der Frage 123. Es ist die Frage der Kollegin Christiane Böhm von der Fraktion Die Linke. Frau Böhm, bitte drücken Sie, dann kann ich Sie freischalten. Bitte schön. Ja, schönen Dank, Herr Vorsitzender. Ja, meine Frage aus dem Mai 2019 lautet, welche Absichten verfolgt die Landesregierung nach dem mir bekannt gewordenen Ausscheiden, das ist, sehen Sie, es ist schon länger her, der hessischen Landesbeauftragten für Kinder- und Jugendrechte bezüglich einer Neubesetzung? Danke schön. Herzlichen Dank, Frau Kollegin. Es antwortet die Staatssekretärin im Ministerium für Soziales und Integration. Bitte schön, Frau Staatssekretärin. Herr Präsident, liebe Abgeordnete, liebe Frau Böhm, es ist richtig, Frau Professor Geratz ist zum Beginn der Sommerferien aus ihrem Ehrenamt ausgeschieden. Das sozusagen haben wir sehr bedauert. Frau Prof. Dr. Geratz hat sich aufgrund ihrer hohen beruflichen Belastung als Hochschullehrerin dazu entschieden, ihr Ehrenamt als hessische Beauftragte für Kinder- und Jugendrechte aufzugeben. Wir haben das sehr bedauern, haben ihr das auch mitgeteilt. Und wir möchten auch an dieser Stelle noch einmal ganz herzlich für ihr Engagement, das sie in der letzten Wahlperiode gezeigt hat, für Kinder- und Jugendrechte danken. Das war eine sehr erfolgreiche Arbeit. Ich hoffe, dass dieser Applaus bei ihr ankommt. Und die Hessische Landesregierung, der die Kinder- und Jugendrechte sehr wichtig sind, hat ja beschlossen, die erfolgreiche Arbeit fortzusetzen und diese Funktion so bald wie möglich wieder zu besetzen. Vielen Dank, Frau Staatssekretärin Jans. Es hat eine Zusatzfrage, die Kollegin Böhm. Bitte schön. Und dann hat Frau Gnadl eine weitere Frage. Ja, schönen Dank, Frau Jans. Dem Dank an Frau Dr. Gerhardt schließen wir uns sehr gerne an. Die Arbeit war sicher sehr hervorragend. Aber welche Gründe gab es denn konkret? Ich weiß ja, dass die Frau Dr. Gerhardt Vorschläge gemacht hat, wie dann ihr Amt, ihre Tätigkeit mit dem Ehrenamt in Vereinbarung gebracht werden kann. An welchen Punkten ist es denn gescheitert, dass sie weiter dieses Ehrenamt ausführen kann? Frau Staatssekretärin. So wie sie es geäußert hat an ihrer beruflichen Doppelbelastung. Sie wissen, dass Frau Gerhardt selber auch Familie hatte und sie konnte sich das unter den Bedingungen so in dieser Form nicht weiter vorstellen. Ihre guten Vorschläge, die sie sagen, auch gemacht hat, haben wir noch gemeinsam besprochen. Die sind auch gesammelt und Sie wissen, dass wir im Nachtrag, das haben Sie ja sagen, auch gesehen, eine zusätzliche Unterstützung für diese Stelle, wie es in der Koalitionsvereinbarung beschrieben ist, auch beantragt und auch beschlossen haben. Eine Referentinnenstelle, die wir ausgeschrieben haben, das Besetzungsverfahren läuft jetzt gerade. Es waren auch sehr spannende Bewerbungen, gerade aus dem Bereich der Aktiven im Bereich Kinder- und Jugendrechte. Und wir sind guter Hoffnung, dass wir die sehr schnell besetzen können. Die Infrastruktur in der Fachabteilung steht auch. Und dort sind auch die Ideen, die Frau Professor Geratz sagen, aus ihrer alten Wahlperiode mitgenommen hat, verhaftet. Und wir werden diese Dinge auch umsetzen. Eine Zusatzfrage der Kollegin Gnadl. Ja, wir können uns auch dem Dank an Frau Prof. Dr. Geratz nur anschließen. Ich möchte Sie, Frau Jans, fragen, ob geplant ist, zukünftig die Stelle der Hessischen Beauftragten für Kinder- und Jugendrechte auch hauptamtlich zu besetzen und wann mit der Besetzung zu rechnen ist. Frau Staatssekretärin. Wir hoffen, die Besetzung so bald wie möglich vornehmen zu können, wenn wir eine geeignete Person gefunden haben. Und alles Weitere befindet sich noch in Diskussion. Eine weitere Zusatzfrage von Frau Kollegin Böhm. Genau. Sie haben ja zumindest im Koalitionsvertrag angekündigt, dass 2020 das Jahr der Kinderrechte in Hessen stattfinden soll und damit bereits im November begonnen werden soll. Wie sieht denn die Planung in dieser konkreten Situation bei der Landesregierung aus und mit was haben wir da zu erwarten?
Frau Staatssekretärin. Wir befinden uns natürlich mit der Fachabteilung auch in Vorbereitung zur Umsetzung dieses Bereiches aus der Koalitionsvereinbarung. Einen Punkt habe ich eben schon benannt. Wir versuchen, eine personelle Verstärkung in den Bereich zu bekommen. Die Landesregierung selber hat sich auf der Bundesebene sehr dafür eingesetzt, das Thema Kinderrechte im Grundgesetz auch zu verankern. Da sind wir in den Bund-Länder-Arbeitsgruppen sehr aktiv, der Minister an dieser Stelle auch selber. Und wir haben in unterschiedlichen Bereichen Vorplanung vorgenommen, um das Jahr der Kinderrechte auch begehen zu können. Eine große Aktion wird der Kinderrechte-Kongress in Kassel, der Stadt, in der ich herkomme, auch sein. 2020 wird er durchgeführt werden. Es gibt aber unterschiedliche Bereiche, die auch gerade in dem Bereich die Partizipation von Kindern und Jugendlichen zu unterstützen auf jeder Ebene, Aktivitäten, die wir Ihnen auch vorstellen werden, wenn Sie dann in einer Planungsreife sind, die auch vorstellbar ist. Vielen Dank, Frau Staatssekretärin. Weitere Zusatzfragen sehe ich nicht. Dann kommen wir zur nächsten Frage. Das ist die Frage 124. Es fragt der Kollege Tippi. Bitte drücken Sie, Herr Kollege. Jetzt schalte ich Sie frei. Hochverehrter Herr Präsident, ich frage die Landesregierung, wie sieht der Zeitplan der Vereinbarung sowie der Schwerpunktsetzung einer neuen Regionalpartnerschaft mit der Vojvodina? Frau Ministerin für Bundes- und Europaangelegenheiten. Sehr geehrter Abgeordneter Tippi, nachdem der Hessische Landtag schon im Jahre 1912 eine Partnerschaft mit dem Parlament der serbischen Provinz Vojvodina beschlossen hat, strebt auch das Land Hessen eine entsprechende Partnerschaft an. Das haben wir im Koalitionsvertrag auch entsprechend vereinbart. Wir wollen damit, wenn ich sage, wir wollen, Hessen möchte damit die bestehenden guten Kontakte vertiefen und insbesondere auch mit dieser Partnerschaft zur Annäherung des Westbalkans an die Europäische Union beitragen. Der Ministerpräsident ist im Frühjahr 2017 dort gewesen und ich bin dort gewesen im Frühjahr dieses Jahres, habe die Vojvodina besucht und habe dann entsprechend mit den entsprechenden politischen Spitzen sowohl in Belgrad als auch in Novi Sad gesprochen und insbesondere über das Anliegen, eine entsprechende Partnerschaft zu gründen. Auf der Grundlage dieser Gespräche, also dem vorherigen Besuch vom Ministerpräsidenten und dann im späteren von mir, ist inzwischen eine bilaterale Ausarbeitung einer gemeinsamen Erklärung in Hessen-Vojvodina erfolgt. Also die liegt inzwischen vor. Und es ist geplant, die Partnerschaftsvereinbarung noch Ende dieses Jahres zu unterzeichnen. Von serbischer Seite hatte man darum gebeten, das möglichst noch in diesem Jahr zu tun. Und sollte das mit den Terminvereinbarungen gelingen, dann würde es auch so sein. Das sollte dann, so wie es geplant ist, hier erfolgen. Die Unterzeichnung würde dann durch den Ministerpräsidenten, den hessischen Ministerpräsidenten, den Präsidenten der Provinz Vojvodina, Igor Mirovic, erfolgen. Das heißt, geplant wäre, dass das hier in Hessen stattfolgen sollte. Zumindest war das der Stand. Präsident Mirovic hat erste Schwerpunkte der Zusammenarbeit auch benannt. Es gibt drei interessante Institute in Novi Sad, teilweise mit einer internationalen Reputation, zum Beispiel Institute of Food Technology und ein paar andere. Insofern ist es eine sehr interessante Zusammenarbeit. Und überdies wird derzeit auch noch eine Zusammenarbeit im Bereich Germanistik, Sprachen gesucht. Ich darf noch erwähnen, Novi Sad wird 2021 europäische Kulturhauptstadt und ist damit die erste Kulturhauptstadt eines EU-Beitrittslandes überhaupt. Durch die Stärkung der kulturellen Bindung mit der EU können sich auch hier vielfältige Ansatzpunkte der Zusammenarbeit ergeben. Und sollte es also dann gelingen, bis zum Ende des Jahres die entsprechende Vereinbarung zu unterzeichnen, dann ist es auch eine sehr gute Basis diesbezüglich. Abschließend möchte ich grundsätzlich festhalten, dass die serbische Seite eine hohe Motivation und ein hohes Engagement hinsichtlich der neuen Partnerschaft zeigt. Vielen Dank, Frau Staatsministerin. Gibt es Zusatzfragen? Das ist offensichtlich nicht der Fall. Dann kommen wir zur Frage 125. Es fragt die Kollegin Schacht-Sauer für die Fraktion der Freien Demokraten, wenn sie noch drückt. Da. Entschuldigung. Ja, ich bin da. Vielen Dank, Herr Präsident. Ich habe
bitte, das Wecken zu entschuldigen. Ich habe folgende Frage an die Landesregierung. Wie steht sie zum Antrag der Naturschutzinitiative und der Hessischen Gesellschaft für Ornithologie und Naturschutz zur Ausweisung des Hauser Waldes bei Waldbrunn und Dornburg als Naturschutzgebiet? Da soll noch einmal einer sagen, unsere Anlage würde nicht auch stärkste Belastungen aushalten. Das antwortet die Ministerin für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz, Priska Hinz. Frau Abgeordnete Schardt-Sauer, die Ausweisung von Naturschutzgebieten erfolgt auf Antrag Dritter oder von Amts wegen durch die zuständige Behörde, soweit dies nach § 23 Bundesnaturschutzgesetz erforderlich ist. Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Teilregionalplans Energie Mittelhessen hat es keinen Antrag von dritter Seite gegeben. Auch der zuständigen Behörde lagen keine naturschutzfachlichen Erkenntnisse oder Daten zur Schutzwürdigkeit und Schutzbedürftigkeit des Hauserwaldes vor, die eine Ausweisung als Naturschutzgebiet begründet hätten. Auch während der zweiten Offenlage des Teilregionalplans hat weder der Landesverband der HGON noch die Naturschutzinitiative eine Stellungnahme abgegeben. Der Arbeitskreis Limburg-Weilburg der HGON hat bei der zweiten Offenlage unter anderem die Streichung des Hauser Waldes als Windvorranggebiet gefordert. Die Abwägung des Planungsträgers hat dabei aber ergeben, dass es keine Konflikte mit dem Artenschutz gibt, respektive diese auf örtlicher Ebene zu lösen seien. Die von den beiden Naturschutzvereinigungen nunmehr vorgelegten Unterlagen werden von der zuständigen Behörde geprüft, um abschließend beurteilen zu können, ob die vorgelegten Daten eine Ausweisung eines Naturschutzgebietes begründen können, soll zusätzlich ein Gutachten in Auftrag gegeben werden. Vielen Dank, Frau Ministerin. Gibt es Zusatzfragen? Frau Kollegin Schardt-Sauer, das müssten Sie noch drücken. Danke. Ja, ich bin jetzt ganz zurückhaltend. Vielen Dank, Frau Ministerin. Eine Nachfrage dazu. Es geht ja hier um die Planung einer Windenergieanlage im Wald. Und in diesem Zusammenhang ist es zutreffend, dass es Überlegungen gibt, wohl auch auf Bundesebene, den Bau solcher Windenergieanlagen im Wald als Ausnahmetatbestand im Naturschutzgesetz zu formulieren, so nach dem Motto, das Interesse an dem Bau von Windenergieanlagen ist größer als der am Naturschutz. Und wie stehen Sie dazu? Frau Staatsministerin Hinz. Also, es ist mir nicht bekannt, dieser Sachverhalt, den Sie hier vortragen. Gibt es Zusatzfragen? Das ist offensichtlich nicht der Fall. Dann kommen wir zu Frage 126, eine Frage des Kollegen Reul für die Fraktion der CDU. Herr Kollege, bitte drücken Sie, dann haben Sie das Wort. Habe ich etwas übersprungen? 131. Oh, das ist also, kann ich später erklären mit der Brille. Bitte schön. Ich frage die Landesregierung, was sind aus Ihrer Sicht die entscheidenden Erfolgsfaktoren, die zur positiven Entwicklung der Schutzschirmkommunen beigetragen haben? Herzlichen Dank, Herr Kollege Reul. Es antwortet der Minister der Finanzen. Herr Abgeordneter Reul, ich glaube, Sie kommen am Ende bei einem Erfolg eines solchen komplexen Programms immer eine Vielzahl von Faktoren zusammen. Einer der wichtigsten war sicherlich, dass wir im Vorfeld der Konsolidierung in den Schutzschirmkommunen mit jeder einzelnen Kommune einen individuellen Vertrag ausgehandelt haben, der sehr auf die besonderen Bedürfnisse der einzelnen Kommunen vor Ort eingegangen ist. Dem vorangegangen sind mindestens ein, in der Regel sogar mehrere Beratungsgespräche durch unsere Fachleute, in der die Finanzsituation der Kommune individuell vor Ort analysiert wurde und die daraus notwendigen Konsequenzen gezogen worden sind für die konkrete zu treffende Vereinbarung. Im Nachhinein hat es dann alle halbe Jahre eine entsprechende Berichterstattung der betroffenen Kommunen gegeben, wo dann auch frühzeitig die Chance bestanden hat, Abweichungen vom Konsolidierungspfad zu identifizieren und dann in gemeinsamen Verabredungen gegenzusteuern.
Das ist in aller Regel erfolgreich gewesen, sodass wir heute sagen können, dass weit mehr als 90%, ich glaube, es sind 96% der Schutzschirmkommunen, positive Abweichungen vom Konsolidierungspfad zu verzeichnen haben. In der Gesamtsumme hätten im Jahr 2018 die hessischen Schutzschirmkommunen noch ein kumuliertes Defizit von 67 Millionen Euro aufweisen dürfen. Aufgrund der geschlossenen Verträge im realen Leben haben sie aber einen Überschuss von fast 440 Millionen Euro absolviert. Das heißt, dazwischen liegen 500 Millionen Euro Delta von Verbesserung der Schutzschirmkommunen. Zudem, das kann man natürlich auch nicht verhehlen, die gesamte konjunkturelle Entwicklung in erheblichem Umfang mit beigetragen hat. Aber es hat beispielsweise auch damit zu tun, dass die Finanzaufsicht über die Schutzschirmkommunen durch ihre Konzentration bei den Regierungspräsidien konsolidiert, abgestimmt und damit sehr zielführend in ihrer Beratungs-, aber auch in ihrer Aufsichtsfunktion effektiv wahrgenommen werden konnte. Herzlichen Dank, Herr Staatsminister. Gibt es Zusatzfragen? Kollege Warnecke, bitte schön. Vielen Dank, Herr Staatsminister. Dr. Schäfer, können Sie zumindest näherungsweise kundtun, wie viel neben den konjunkturell bedingten zusätzlichen Steuereinnahmen durch Steuererhöhungen respektive durch Abgaben- und Gebührenerhöhungen, also Belastung für die Bürgerinnen und Bürger, zu diesem Erfolg des Schutzschirmes, wie formuliert wurde in der Frage, beigetragen wurde? Herr Dr. Schäfer. Das kann ich Ihnen ad hoc nicht sagen. Ich bin mir auch nicht sicher, ob das Gegenstand der Berichterstattung war, weil natürlich immer die einzelnen Elemente zusammengefasst dargestellt worden sind. Was war Konsolidierung auf der Aufwandseite? Was war Konsolidierung auf der Ertragsseite? Und was von dem, was Konsolidierung auf der Ertragsseite ermöglicht hat, war dann durch politische Entscheidungen im Bereich von Steuern und Gebühren? Was war aber am Ende einfache konjunkturelle Effekte? Ich bin mir nicht sicher, ob wir das getrennt ausgewiesen haben, aber dem gehen wir gerne noch mal nach. Und wenn wir das haben, liefern wir das gerne. Herzlichen Dank, Herr Dr. Schäfer. Nächste Zusatzfrage kommt vom Kollegen Weiß. Herr Finanzminister, es gibt relativ aktuell eine Untersuchung von Ernst & Young, die die Grundsteuerhebesätze in den Bundesländern verglichen haben im Vergleich der letzten Jahre. Danach sind die Grundsteuerhebesätze seit 2013 um 40% gestiegen, so viel wie in keinem anderen Bundesland. Und insgesamt sind wir bei den Grundsteuerhebesätzen in Hessen jetzt nach NRW bei den zweithöchsten in ganz Deutschland. Kann das aus Ihrer Sicht etwas damit zu tun haben, mit den Bedingungen, denen sich die Kommunen bei den Schutzschirmen unterwerfen mussten? Herr Staatsminister. Ich glaube, wir sind uns sehr schnell einig, dass solche politischen Entscheidungen, die vor Ort getroffen worden sind, immer multikausal sind. Und die Erhöhung der Grundsteuerhebesätze beschränkt sich ja nicht ausschließlich auf die Schutzschirmkommunen, wie wir gemeinsam wissen. Und wir haben immer, also ich zumindest auch öffentlich von diesem Pult hier, beklagt, dass wir über viele Jahre und Jahrzehnte im Verhältnis zum Bundesdurchschnitt zu niedrige Grundsteuerhebesätze hatten. So, und dies ist nachvollzogen worden von den Kommunen. Im Übrigen, wenn Sie sich die Untersuchung von Ernst & Young angucken, Sie vergleichen Durchschnittshebesätze, wo dann der Hebesatz der Stadt Frankfurt mit dem gleichen Wert in die Durchschnittsberechnung eingeht wie der der Gemeinde Breitenbach am Herzberg. Sie wissen, das ist meine Lieblingsgemeinde, eingeht. Wir rechnen in der vergleichenden Betrachtung auf der nationalen Ebene immer mit den sogenannten gewogenen Hebesätzen, wo die Einwohnergewichtung mit berücksichtigt worden ist. Und da liegen wir nach wie vor bundesweit eher im Mittelfeld. Herzlichen Dank, Herr Staatsminister Gagel. Ich bedauere, wir haben jetzt zwei Nachfragen, Zusatzfragen schon gehabt, und da können wir nach der Geschäftsordnung außer jetzt dem Fragesteller selbst, das wäre Herr Reul, keine Frage mehr gestatten. Kollege Reul hat aber offensichtlich keine Zusatzfrage mehr. Dann sind die Fragen jedenfalls zur Frage 100 oder Fragemöglichkeiten zur Frage 131 erschöpft, und wir kommen zur Frage 134, und es ist eine Frage des Kollegen Warnecke. Vielen Dank, Herr Präsident. Ich darf die Landesregierung fragen, wie groß ist das Abstandsgebot an Bundesautobahnen für politische Werbung? Herzlichen Dank. Das Wort hat Staatsminister Al-Wazir. Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Verehrter Abgeordneter Warnecke, die Zulässigkeit von Werbung an Bundesautobahnen ist im Hinblick auf den Abstand zum Fahrbahnrand nach § 9 des Bundesfernstraßengesetzes und damit nach Straßenrecht zu beurteilen.
nach dem Bundesfernstraßengesetz, das ist § 9 Absatz 6 in Verbindung mit Absatz 1 Fernstraßengesetz, sind Anlagen der Außenwerbung in einer Entfernung von bis zu 40 Metern vom äußeren Rand einer Bundesautobahn sowie an Bundesautobahnbrücken verboten. Im Einzelfall kann dieses Verbot aufgehoben werden, wenn die Durchführung der Vorschriften zu einer offenbar nicht beabsichtigten Härte führen würde und die Abweichung mit den öffentlichen Belangen vereinbar ist oder wenn Gründe des Wohls der Allgemeinheit eine Abweichung erfordern. Diese Voraussetzungen für eine Befreiung dürften bei Werbeanlagen in der Regel nicht erfüllt sein. Die Errichtung von Werbeanlagen in einer Entfernung von mehr als 40 Metern bis zu 100 Meter vom äußeren Rand einer Bundesautobahn bedarf nach dem Bundesfernstraßengesetz der Zustimmung oder, wenn keine Baugenehmigung oder Genehmigung nach anderen Vorschriften erforderlich ist, der Genehmigung der zuständigen Straßenbaubehörde. In Hessen ist dies Hessen Mobil. Die Zustimmung bzw. Genehmigung darf nur versagt oder mit Bedingungen und Auflagen erteilt werden, wenn dies wegen der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs, der Ausbauabsichten oder der Straßenbaugestaltung nötig ist. Diese Vorschriften gelten unabhängig von der Art der Werbung. Das heißt, es gibt keine Sonderregeln für politische Werbung an Bundesautobahnen. Herzlichen Dank, Herr Staatsminister. Gibt es Zusatzfragen? Das ist offensichtlich nicht der Fall. Damit kommen wir zu Frage 135. Das ist eine Frage des Kollegen Kaffenberger. Drücken Sie mal, bitteschön. Vielen Dank, Herr Präsident. Ich frage die Landesregierung, wieso erhält das Fanprojekt von Kickers Offenbach mehr Fördermittel des Landes als das von SV Darmstadt 98? Antwortet der Minister des Innern und für Sport. Und ich bitte, von weiteren Kommentaren abzusehen, denn nur er hat nun das Wort. Vielen Dank, Herr Präsident, dass Sie mich derartig schützen. Dankeschön, ja. Ja, Fanprojekte sind eine besondere Form, Herr Kollege Kaffenberger, der Jugend- und Sozialarbeit. Sie sind unabhängige Einrichtungen der Jugendhilfe und mit den kommunalen Jugendhilfestrukturen vernetzt. Sie zeichnen sich durch einen szenennahen und sozialpädagogischen Zugang zu der aktiven Fanszene aus. Mit Ihrem Ansatz sind Sie in der Lage, junge Menschen bei der Bewältigung ihrer Schwierigkeiten zu helfen und sie vor abweichendem Verhalten zu bewahren. So sieht das auch das nationale Konzept Sport und Sicherheit vor. Die hessischen Fanprojekte wurden seit 2014 mit mehr als 1 Million Euro gefördert. Die Gesamtfördersumme der 5 hessischen Fanprojekte im Jahr 2019 beträgt rund 260.000 Euro. Erst in den letzten Spielzeiten hat sich der SV Darmstadt 98 in der zweiten Bundesliga etabliert und spielt damit 2 Klassen über dem Verein Kickers Offenbach. Im Jahr 2010 spielte Kickers Offenbach in der dritten Liga, während der SV Darmstadt 98 noch mit der Regionalliga eine Klasse tiefer angesiedelt war. Trotzdem erhielten die beiden Fanprojekte 2010 mit jeweils 30.000 Euro eine Förderung in gleicher Höhe durch das Land. Gerade der Standort Darmstadt zeichnet sich durch eine vergleichsweise geringe Zahl an Vorfällen rund um die Fußballspiele des SV Darmstadt 98 aus. Da das Offenbacher Fanprojekt 2010 ein strukturelles Defizit beklagte, einigten sich die Zuwendungsgeber, damals Stadt, Land und DFB, auf eine Erhöhung der Mittel ab 2011. Der Anteil des Landes stieg damit um 5.000 Euro auf 35.000 Euro. 2013 und 2014 gab es ferner Erhöhungen der Zuwendungen, die an beiden Standorten jeweils in gleicher Höhe umgesetzt wurden. Damit wurden den hessischen Fanprojekten insbesondere eine Erhöhung der Stellen gemäß der Sollvorgaben des nationalen Konzepts Sport und Sicherheit ermöglicht. Ich möchte noch hinzufügen, dass ich sehr froh und sehr glücklich darüber bin, dass die Stadt Kassel im Jahr 2016 und mittlerweile die Stadt Wiesbaden im Jahr 2019 sich ebenfalls wie im nationalen Konzept Sport und Sicherheit vorgesehen daran beteiligen, entsprechende Fanprojekte zu finanzieren. Vielen Dank, Herr Staatsminister. Gibt es Zusatzfragen? Ja, Kollege Kaffenberger, bitte mal drücken. Sie haben das Wort. Ja. Verstehe ich Sie richtig, dass entsprechend der aktuellen Konstellation der Ligen auf Antrag theoretisch eine höhere Förderung des Fanprojektes in Darmstadt möglich wäre? Herr Staatsminister. Ich will nicht ausschließen, dass eine höhere Förderung möglich wäre. Das liegt allerdings nicht an der Liga, in der gespielt wird, sondern an dem Bedarf
im Sinne des nationalen Konzepts. Herzlichen Dank. Weitere Zusatzfragen sehe ich nicht. Damit kommen wir zu Frage 136. Das ist eine Frage des Kollegen Promny für die Fraktion der Freien Demokraten. Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Ich frage die Landesregierung, auf welche Art und Weise möchte sie bis wann gewährleisten, dass Lehrkräfte und Schulleitungen intern und im Austausch mit Eltern sowie Schülerinnen und Schülern sogenannte Messenger-Dienste nutzen können? Herr Staatsminister Professor Lorz. Herr Abgeordneter Promny, die Nutzung von Messenger-Diensten im schulischen Bereich wird von dem hessischen Beauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit grundsätzlich kritisch gesehen. In der vom Kultusministerium in Abstimmung mit den Datenschutzbeauftragten herausgegebenen Handreichung für Lehrkräfte zum Umgang mit sozialen Netzwerken in hessischen Schulen wird die Nutzung daher stark beschränkt. Insbesondere der Austausch personenbezogener Daten ist untersagt. Da sich die Landesregierung allerdings bewusst ist, dass die Kommunikation mit Messengern mehr und mehr an Bedeutung gewinnt und insbesondere die Schülerinnen und Schüler diese selbstverständlich zur alltäglichen Kommunikation nutzen, beabsichtigt das Land, Schulen einen eigenen datenschutzkonformen Messenger-Dienst für den schulischen Bereich anzubieten, um eine sichere Kommunikation über dieses Medium innerhalb der Schulgemeinschaft zu ermöglichen. Da der Digitalpakt Schule zwischen Bund und Ländern die Förderung der Entwicklung eines solchen Systems grundsätzlich ermöglicht, wird derzeit dazu ein Konzept entwickelt, das auch innerhalb der Laufzeit des Digitalpakts umgesetzt werden kann. Herzlichen Dank, Herr Staatsminister. Gibt es Zusatzfragen? Das ist offensichtlich nicht. Doch? Ah, Kollege Promny, bitte schön. Vielen Dank, Herr Kultusminister, für Ihre Ausführungen. Habe ich Sie richtig verstanden, dass die Einführung von Messenger-Diensten stattfinden wird? Allerdings war mir jetzt nicht nachzuvollziehen, wann konkret Sie damit in die Umsetzung gehen wollen. Herr Minister. Herr Abgeordneter Promny, der Prozess ist bereits im Gange. Aber Sie wissen, bei solchen technisch ja nicht ganz anspruchslosen Projekten ist der genaue Verwirklichungstermin immer schwer zu bestimmen. Im Moment stellt unser Fachreferat die Anforderungen zusammen, die an einen solchen Messenger für Schulen gestellt werden. Wie gesagt, Vorklärung mit dem Datenschutzbeauftragten ist auch erfolgt. Und auf dieser Grundlage werden wir dann zunächst einmal ein Pilotprojekt beauftragen durch einen externen Anbieter. Dazu können wir beispielsweise auch auf die Expertise des Innenministeriums zurückgreifen, das ja seit 2018 im Bereich der Polizei einen solchen Messenger über die HZD betreibt. Dieses Pilotprojekt wollen wir 2020 beauftragen. Lege ich mich jetzt einfach mal auf das nächste Jahr fest. Und dann müssen wir aber natürlich schauen, dann muss das Pilotprojekt natürlich laufen. Sobald das Pilotprojekt läuft, soll es dann auch flächendeckend ausgerollt werden. Aber einen vernünftigen, konkreten Zeitplan dafür kann man eigentlich erst auf der Grundlage der Erfahrungen mit diesem Pilotprojekt angeben. Herzlichen Dank, Herr Minister. Eine Zusatzfrage hat Frau Kollegin Kuder. Ja, ich habe noch eine Anschlussfrage daran, Herr Kultusminister, und zwar: Wie stellt sich das denn das Kultusministerium vor? Gibt es dann auch entsprechende Dienstendgeräte, also Diensthandys für Lehrkräfte, auf denen diese Messenger genutzt werden? Oder muss das dann auf den Privatgeräten abgewickelt werden? Herr Staatsminister. Frau Abgeordnete Kuhler, ich glaube, die Vorstellung, dass wir jetzt allen unseren 60.000 Lehrkräften ein dienstliches Smartphone zur Verfügung stellen, damit sie Messenger nutzen können, die ist ein bisschen weit hergeholt. Herzlichen Dank, Herr Minister. Nächste Frage kommt vom Kollegen Promny. Werter Herr Kultusminister, darf ich Ihre Antwort folgendermaßen verstehen, dass Sie im Hinblick auf die Messenger-Dienste ähnlich schnell die Schulen und die Lehrkräfte versorgen wie im Hinblick auf die dienstliche E-Mail-Adresse von Lehrkräften? Herr Staatsminister. Herr Abgeordneter Promny, bei der dienstlichen E-Mail-Adresse sind wir mittlerweile weiter. Aber auch das ist kein so ganz anspruchsloses Projekt gewesen. Da können Sie sich aber im Einzelnen gerne auch mit der Hessischen Zentrale für Datenverarbeitung unterhalten. Die kann Ihnen das alles en Detail erklären, viel besser als ich. Aber wir haben da fest projektiert, dass zum Beginn des nächsten Schuljahres 2020/21 diese dienstliche E-Mail-Adresse für alle Lehrkräfte funktionstüchtig sein soll.
Herzlichen Dank. Letzte mögliche Zusatzfrage hat der Kollege Lambrou. Sehr geehrter Herr Minister, können Sie unabhängig davon, wer jetzt die Kosten letztendlich übernimmt, einen ungefähren Kostenrahmen bereits nennen? Ja, Herr Staatsminister. Herr Abgeordneter Lambrou, auch das ist eine Frage, die sich vernünftig erst kalkulieren lässt auf der Basis der Erfahrungen mit dem Pilotprojekt. Und dann werden wir das natürlich auch alles entsprechend ausschreiben. Es gibt ja, so hoffe ich jedenfalls, auch mehrere externe Anbieter, die dafür in Frage kommen. Und erstens müssen wir dann ja ein vergaberechtlich einwandfreies Verfahren durchführen. Und zweitens hoffen wir natürlich, dass auch in diesem Falle die Konkurrenz sich so niederschlägt, dass wir dann auch einen günstigen Preis machen können. Herzlichen Dank. Weitere Zusatzfragen sehe ich nicht. Dann kommen wir zur Frage 137. Das ist die Kollegin Strube. Vielen Dank, Herr Präsident. Ich frage die Landesregierung, wie erklärt sie sich den deutlichen Anstieg bei der Zahl der Studienabbrüche von Lehramtsstudierenden von 137 in 2017 auf 204 in 2018 im Vorbereitungsdienst im letzten Jahr? Und ich möchte gleich hinzufügen, um Missverständnisse zu vermeiden, dass es sich dabei um Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst handelt und ich gerne wissen möchte um die Abbrüche aus dem Vorbereitungsdienst. Herr Kultusminister. Frau Abgeordnete Strube, ich bedanke mich zunächst für die Klarstellung, weil das hat uns in der Tat ein wenig irritiert bei der Fragestellung. Denn Ausbildungsabbrüche von Lehrkräften im Laufe des Vorbereitungsdienstes sind natürlich per se nicht Studienabbrüche. Insofern war die Frage in sich ein bisschen paradox. Aber wir haben sie glücklicherweise in dem Sinne interpretiert, wie Sie es jetzt auch klargestellt haben. Das heißt, dass es Ihnen um die Abbrüche im Vorbereitungsdienst geht und Sie sich auf die Zahlen der Kleinen Anfrage der Drucksache 511 aus 20 beziehen. Ausweislich der SAP-basierten Auswertung der Daten zu dem Erhebungszeitpunkt der genannten Kleinen Anfrage ist da allerdings zunächst ein geringerer Anstieg bei den Abbruchszahlen im Vergleich zu der von Ihnen gestellten Frage festzustellen. Der Anstieg der Abbruchszahlen von 2017 auf 2018 betrug nach der vorliegenden Auswertung 50 Abbrüche und nicht 67, wie Ihre Frage das sozusagen beinhaltet. In diesem Zusammenhang ist zunächst zu berücksichtigen, dass wir in den letzten Jahren zusätzliche Stellen für Referendare geschaffen haben. Und es ist natürlich klar, wenn man zusätzliche Stellen schafft, zusätzliche Referendare einstellt, also mehr beschäftigt, dass es dann natürlich auch mehr Abbrüche gibt. Wenn wir uns den Zeitabschnitt von 2014 bis 2018 betrachten, dann können wir keine strukturelle Erhöhung der Abbruchquote bei Lehrkräften im Vorbereitungsdienst in Hessen erkennen. Insofern muss man einfach sehen, ob dieser Anstieg von 2017 auf 2018 eine statistische Signifikanz entfaltet, aber das wird man erst sehen, wenn man auch die Daten mal mindestens des Folgejahres hat. Das kann auch nach heutigem Stand ein einmaliger Ausreißer sein. Und ein einmaliger Ausreißer auch deswegen, weil die Gründe für einen Abbruch des Vorbereitungsdienstes naturgemäß sehr verschieden sind und oft im privaten Bereich liegen. Die Gesamtzahl, die wir hier angeben, beinhaltet beispielsweise auch Kolleginnen und Kollegen, die sich in Elternzeit befanden oder aktuell noch befinden und gegebenenfalls ihren Vorbereitungsdienst zu einem späteren Zeitpunkt wieder aufgenommen haben oder aufnehmen werden. Die werden zunächst einmal, wenn sie ihn beenden, als Abbruch geführt, aber man müsste eigentlich das dann im Längsschnitt betrachten, um zu schauen, wer von denen kehrt denn in späteren Jahren wieder und beendet dann den Vorbereitungsdienst. Insgesamt bieten die Studienseminare in allen Problemfällen, also wenn Referendare beispielsweise den Eindruck haben, den Anforderungen der Prüfung oder des späteren schulischen Berufsalltags nicht gewachsen zu sein, verstärkte Beratung und Coaching-Angebote an. Das soll die angehenden Lehrkräfte stärken und vor dem Scheitern bewahren. Aber auch da liegt es natürlich in der Natur der Sache, dass das nicht in jedem Einzelfall funktioniert. Vielen Dank, Herr Staatsminister. Gibt es Zusatzfragen? Das ist offensichtlich nicht der Fall. Dann kommen wir zur Frage 138. Es ist eine Frage der Kollegin Schardt-Sauer. Drücken bitte mal, dann kann ich es. Bitte schön. Dank. Vielen Dank, Herr Präsident. Ich frage die Landesregierung, warum wird die Hasentaxation zunehmend durch Institute vorgenommen und nicht mehr durch die Jagdausübungsberechtigten selbst? Das antwortet Frau Staatsministerin Hinz. Frau Abgeordnete Schardt-Sauer,
die Durchführung der Hasentaxation oder Feldhasentaxation besser gesagt, wird wie bisher durch die Jagdausübungsberechtigten und die Hegegemeinschaften durchgeführt. Die Durchführung durch Institute ist hier nicht vorgesehen. Lediglich die wissenschaftliche Auswertung der Ergebnisse zur Herleitung der Schwellenwerte, ab denen die Feldhasenbejagung empfohlen wird, erfolgt durch den Arbeitskreis Wildbiologie der Justus-Liebig-Universität in Gießen. Vielen Dank, Frau Staatsministerin. Es gibt eine Nachfrage der Kollegin Schardt-Sauer. Ja, vielen Dank, Frau Ministerin, für die Klarstellung. Darf man das dann so verstehen, dass jetzt neu die Hasen oder Feldhasen gezählt werden und die Zahlen dann noch mal zusätzlich, das ist jetzt eine neue Stufe zur Bewertung, an den Arbeitskreis übermittelt werden? Frau Staatsministerin. Also die Methodik ist ja so, dass die Jäger und Jägerinnen mit dieser Scheinwerfertaxation die Hasen zählen. Das wird dann, diese Zahlen werden übermittelt an den Arbeitskreis Wildbiologie. Der macht dann die wissenschaftliche Auswertung und nimmt dann die Bejagungsempfehlungen vor, weil ja immer der Durchschnitt genommen werden soll für die Hasen, also der Population der Hasen. Und gemessen an dem Durchschnitt wird der Zuwachs berechnet. Und da aus diesem Zuwachs kann dann abgeschöpft werden bei der nächsten Jagd. Das liegt dieser Idee zugrunde. Und das Verfahren ist mit den Beteiligten abgestimmt und wird vom Landesjagdverband Hessen auch so mitgetragen. Vielen Dank, Frau Staatsministerin. Gibt es Zusatzfragen? Das ist nicht der Fall. Damit kommen wir zur Frage 139 und es fragt Frau Kollegin Gnadl. Ich frage die Landesregierung, wann ist mit einer Vertragsunterzeichnung für den neuen Standort der Hessischen Lehrkräfteakademie und des Staatlichen Schulamts für den Hochtaunuskreis und den Wetteraukreis zu rechnen? Herr Staatsminister Prof. Lorz. Frau Abgeordnete Gnadl, für das staatliche Schulamt für den Hochtaunuskreis und den Wetteraukreis und die in Friedberg befindlichen Studienseminare führt der Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen derzeit Vertragsverhandlungen mit dem Vermieter einer Liegenschaft in Bad Vilbel-Dortelweil. Ein genauer Termin für die Vertragsunterzeichnung kann allerdings derzeit noch nicht genannt werden. Für die Hessische Lehrkräfteakademie wird zurzeit noch die Option eines Verbleibs in der derzeitigen Unterbringung in der Stuttgarter Straße in Frankfurt geprüft. Daher kann auch hier kein Zeitpunkt zur Unterzeichnung eines Mietvertrags genannt werden. Protokoll verzeichnete einzelne begeisterte Zurufe aus den Reihen der Freien Demokraten. Gibt es Zusatzfragen? Frau Gnadl oder Herr Degen? Oder Frau Gnadl? Hatten Sie sich auch? Ah ja, dann kommt erst Frau Gnadl und dann Herr Degen. Bitte schön, Frau Gnadl. Drücken Sie noch mal sehr gut. Danke. Ja, vielen Dank. Herr Kultusminister, ich frage Sie, wie passt der Standort in Dortelweil mit der Strategie der Landesregierung zusammen, Behördenstandorte im ländlichen Raum zu verlagern und auszubauen? Und kann man von Dortelweil von einem zentralen Standort für den Hochtaunuskreis und den Wetteraukreis sprechen? Das antwortet Herr Staatsminister Professor Lorz. Frau Abgeordnete Gnadl, ein Blick auf die Landkarte zeigt natürlich, dass der Ort relativ sozusagen in der Ecke des Landkreises liegt, wenngleich ansonsten sicherlich ein zentraler Standort ist. Aber bevor wir, man muss ehrlicherweise sagen, bevor wir an die Verwirklichung der Strategie für den ländlichen Raum gehen können, müssen wir zuallererst einmal schlicht und ergreifend unsere Behörden unterbringen. Das ist mal das Entscheidende, damit sie arbeiten können. Und in diesem Falle ist es so, dass uns die Liegenschaft in Friedberg gekündigt worden ist und da auch nicht viel Spiel drin ist nach Verhandlungen mit dem Vermieter, das ist ja die Stadt Friedberg, um sozusagen wenigstens das Verlassen dieser Liegenschaft hinauszuzögern, was wir gerne tun würden. Und
es gibt schlicht und ergreifend in der kurzen zur Verfügung stehenden Zeit im Wetteraukreis keine tauglichen Alternativen. Das ist das Ergebnis der Standardanalyse des Landesbetriebs Bau und Immobilien Hessen. Und ich meine, das Schulamt muss logischerweise in einem der beiden Landkreise angesiedelt sein, für das es zuständig ist. Und wir haben, obwohl der Landesbetrieb und alle in der Landesverwaltung damit befassten Stellen in den letzten Monaten wirklich da nichts unversucht gelassen haben und keinen Stein, den wir gefunden haben, nicht umgedreht hätten. Wir haben schlicht und ergreifend keine Alternative gefunden zu dem Standort Bad Vilbel-Dortelweil. Herzlichen Dank. Eine weitere Zusatzfrage stellt Herr Degen. Herr Kultusminister, vor dem Hintergrund, dass meiner Kenntnis nach derzeit eine Petition hier im Haus anhängig ist zur Frage des Standorts des Staatlichen Schulamts Friedberg, sind Sie bereit, die Entscheidung, also Vertragsunterzeichnung abzustimmen, bis diese Petition entschieden ist? Herr Staatsminister. Herr Abgeordneter Degen, wenn Sie mir einen Weg zeigen, wie eine solche Petition irgendwie einen Neubau herbeizaubern kann bis Mitte nächsten Jahres, dann bin ich dazu sehr gerne bereit. Wie gesagt, wir lassen ja nichts unversucht. Aber trotzdem, die allererste Priorität ist, unsere Behörden arbeitsfähig zu erhalten. Und um arbeitsfähig zu sein, brauchen Sie einen Standort und brauchen Sie Büros. Und wenn die Gefahr besteht, dass der Vermieter der einzig tauglichen Liegenschaft, die wir bislang gefunden haben, noch abspringt, mit dem Ergebnis, dass wir Mitte 2020 überhaupt keine Unterbringung mehr für unser Schulamt und unsere Studienseminare hätten, dann muss ich sagen, hat das für mich auch noch Vorrang vor der Frage der Behandlung einer solchen Petition. Herzlichen Dank, Herr Staatsminister. Weitere Zusatzfrage hat die Kollegin Gnadl. Ja, Herr Kultusminister, können Sie sagen, welche Alternativen im Wetteraukreis und in Friedberg geprüft wurden? Und können Sie garantieren, dass die Stadt Friedberg nicht auch bei der weiteren Standortsuche Ihnen Unterstützung angeboten hat? Herr Minister. Frau Abgeordnete Gnadl, den letzten Teil der Frage kann ich Ihnen klar beantworten, weil wir haben da mehrfach nachgefragt bei der Stadt Friedberg und bekamen auch schriftlich, das ist also dokumentiert, die Antwort, nein, also erstens, Sie müssen raus. Wir können allenfalls noch über 3 Monate Zugabe reden, aber ansonsten brauchen wir die Immobilie dann selber. Und eine andere Bestandsimmobilie steht bei uns nicht zur Verfügung. Das war die verbindliche schriftliche Auskunft nach mehrfachem Nachfragen auch von Seiten der Stadt Friedberg. Was den ersten Teil der Frage angeht, so kann ich Ihnen jetzt nicht die Liste aller geprüften Immobilien vortragen, aber die können wir Ihnen gerne zusammenstellen, wenn Sie eine weitere Frage dieser Art stellen wollen. Ich kann Ihnen aber versichern, dass alles, was uns unterbreitet worden ist, und es ist uns vieles zugerufen worden, als sich das herumgesprochen hat, nach dem Motto, ihr könntet doch auch da und dorthin gehen und da gibt es noch eine Immobilie und ich habe gehört das und so weiter. Und alle diese Dinge sind vom Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen geprüft worden und keine war dabei, die die Anforderungen für die Unterbringung des Schulamts und der Studienseminare erfüllt hätte. Herzlichen Dank, Herr Staatsminister. Eine weitere und damit letzte Zusatzfrage hat der Kollege Degen. Ja, vielen Dank. Herr Kultusminister, können Sie noch kurz darstellen, inwieweit der Personalrat in diese Standortfrage eingebunden ist, beziehungsweise ob er gar vielleicht auch Vorschläge gemacht hat für alternative Standorte oder zukünftige Standorte? Herr Staatsminister. Ja, Abgeordneter Degen, der Personalrat hat auch Vorschläge gemacht. Die haben sich da sehr aktiv eingebracht. Auch die sind alle geprüft worden und kommen aus unterschiedlichen Gründen, die aber auch alle dokumentiert sind von Seiten des Landesbetriebs Bau und Immobilien Hessen, kommen nicht in Frage. Und selbstverständlich ist das dem Personalrat auch entsprechend zurückkommuniziert worden. Es haben verschiedene Gespräche stattgefunden auf der Fachebene bis hoch zu unseren Abteilungsleitern mit dem Personalrat. Der Personalrat ist auch schon nach Bad Vilbel zu der Liegenschaft eingeladen worden, um das zu besichtigen, weil wir auch gesagt haben, natürlich aus Fürsorge für die Beschäftigten, wir werden auch dort alles tun, haben auch mit dem Vermieter schon entsprechende Gespräche geführt, wir werden alles tun, um dort auch wirklich
natürlich dann im Falle des Umzugs die dortige Liegenschaft so gut wie möglich auf die Bedürfnisse der Beschäftigten einzurichten, so gut wie möglich herzurichten. Ich glaube, wir können auch feststellen, dass dort die Arbeitsbedingungen für die Beschäftigten sehr viel besser sein werden als am alten Standort in Friedberg. Und wie gesagt, wir sind mit dem Personalrat im ständigen Austausch, um auch auf die Bedürfnisse der Beschäftigten so gut wie möglich einzugehen. Herzlichen Dank, Herr Staatsminister. Weitere Zusatzfragen sehe ich nicht. Damit kommen wir zu Frage 143. Es fragt die Abgeordnete Angelika Löber. Bitte schön, Frau Löber, Sie haben das Wort. Ich frage die Landesregierung, wie unterstützt sie kommunale Gebietskörperschaften bei der Erstellung von Digitalisierungsstrategien bzw. Digitalisierungskonzepten? Es antwortet die Ministerin für digitale Strategie und Entwicklung, Frau Professor Sinemus. Ja, sehr geehrte Frau Abgeordnete Löber, ab dem Januar 2020 werden wir im Rahmen des Programms Starke Heimat Hessen die Kommunen auch im Bereich der Digitalisierung unterstützen. Daraus nenne ich gerne zwei Maßnahmen. Erstens, die Mittel, die wir allen Kommunen im Jahr 2020 zur Verfügung stellen, werden für grundlegende Maßnahmen zur Digitalisierung der Verwaltung eingesetzt. Fördergegenstände sind damit Maßnahmen, die zu einer Digitalisierung der kommunalen Handlungsbereiche führen bzw. diese vorbereiten. Darunter können auch die Erstellung von Digitalisierungsstrategien bzw. Digitalisierungskonzepten fallen. Zweitens, als ergänzende Maßnahme planen wir, kommunale Digitalisierungsberatung anzubieten. Diese kann unter anderem genutzt werden, um entweder allgemeine und grundlegende Fragen im Bereich der Digitalisierung zu erörtern oder um Digitalisierungsstrategien bzw. Digitalisierungskonzepte zu erstellen. Zudem werden auch im Bereich IT und Cybersicherheit Unterstützung des Landes für die Kommunen angeboten. Förderzusagen vom Januar 2016 bis April 2017 wurden das Kommunale Dienstleistungszentrum Cybersicherheit der ECOM 21 damit beauftragt, die hessischen Kommunen zu Themen der Informationssicherheit, also zur Cybersicherheit, zu beraten und zu unterstützen. Ziel war und ist es, die IT-Sicherheit in den Kommunalverwaltungen nachhaltig zu verbessern. Für die Förderung wurden bisher insgesamt 5,3 Millionen Euro zur Verfügung gestellt. Bis zum 30.06.2019 haben über 300 Kommunen bereits beraten und gefördert worden, genau über dieses Programm. Und es ist beabsichtigt, auch diese Förderung im Jahr 2020 fortzuführen. Herzlichen Dank, Frau Staatsministerin, nächste Nachfrage. Eine weitere Zusatzfrage hat Kollege Weiß und es hat sich gemeldet Herr Lambrou und der Fraktionsvorsitzende der Freien Demokraten René Rock. Zunächst fragte Kollege Weiß. Bitte schön. Frau Ministerin, Sie haben gerade ausgeführt, wir werden die Kommunen mit 20 Millionen Euro ab nächstem Jahr aus dem Programm Starke Heimat unterstützen. Wie viel von diesen 20 Millionen Euro sind denn originäres Landesgeld und wie viele von diesen 20 Millionen Euro sind kommunale Mittel? Frau Staatsministerin, muss ich erst freischalten. Sie haben, Moment, jetzt das. Jetzt. Wir werden aus unserem Haushalt die 20 Millionen an die Kommunen verausgaben. Herzlichen Dank. Nächste Nachfrage. Weitere Zusatzfrage hat der Kollege Lambrou. Frau Ministerin, in Ihrer Antwort hatten Sie avisiert, dass es eine kommunale Digitalisierungsberatung geben könne oder solle. Wer würde diese denn konkret durchführen? Frau Staatsministerin. Also die Gelder werden den Kommunen zur Verfügung gestellt. Wenn es sich im Fall von IT und Cybersicherheit handelt, ist die ECOM 21 damit beauftragt, eben dieses Programm umzusetzen. Ansonsten ist die Förderung sehr offen und weitreichend vorgesehen, sodass die Kommunen aus den Geldern beispielsweise auch entscheiden können, eine Erstellung und Umsetzung von Netzwerkplanung oder aber auch Beschaffung von Hardware wie WLAN-Router oder auch die Implementierung von Software wie zum Beispiel eines Dokumentenmanagements vorzunehmen. Vielen Dank, Frau Staatsministerin. Letzte mögliche Frage hat der Kollege Rock. Ich frage die Ministerin, Sie haben ja eben ausgeführt, das Land würde die Leistung erbringen bei der Beratung. Was Sie jetzt gesagt haben, heißt ja, Sie stellen einfach nur Geld zur Verfügung. Und das bedeutet ja, es gibt kein Konzept des Landes, wie man die Kommunen
dort unterstützt, damit nicht jede hessische Kommune alles neu erfinden muss. Von daher würden Sie das nochmal konkretisieren, ob Sie nicht auch als Land Hessen sich in der Pflicht sehen, Ihre Kommunen da auch entsprechend zu unterstützen. Ja, Kollege Rock, vielen Dank, Frau Staatsministerin Sinemus. Bitte schön. Ich hatte das ja gerade ausgeführt, dass die Landesregierung seit Jahren vertrauensvoll mit der Kommunalen Spitzenverbände und der ECOM 21 als wichtigsten kommunalen IT-Leister zusammenarbeitet. Dort sind auch entsprechend in den Förderrichtlinien die Dienstleistungen, die wir für sinnvoll erachten, über die ECOM 21 auszuschütten. Vielen Dank, Frau Staatsministerin. Die letzte mögliche Frage hat in der Tat Frau Kollegin Löber. Bitte schön. Drücken Sie mal, wunderbar. Ja, vielen Dank. Frau Staatsministerin Sinemus, können Sie etwas zum Sachstand der Entwicklung von Civento sagen? Oh, Ministerin, bitte schön. Das Programm Civento ist fertig entwickelt und auslizenziert. Herzlichen Dank. Jetzt hat aber in der Tat gar niemand mehr die Möglichkeit, jedenfalls unter der Nummer 143 eine Frage zu stellen. Nächste Möglichkeit hat erst wieder die Kollegin Knell mit der Frage 144. Bitte schön, Frau Kollegin. Vielen Dank. Ich frage die Landesregierung, wie ist das Verhältnis der Zuständigkeiten zwischen der Stabsstelle für den ländlichen Raum, den Regionalbeauftragten für den ländlichen Raum und der Akademie für den ländlichen Raum? Herzlichen Dank, Frau Kollegin Knell. Es antwortet die Umweltministerin. Sehr geehrte Frau Abgeordnete Knell, die Landesregierung hat die Förderung der ländlichen Regionen zu einem Schwerpunkt ihrer Arbeit gemacht und ihre Anstrengungen intensiviert, die ländlichen Regionen für die Zukunft weiter zu stärken. Unter dem gemeinsamen Dach der Offensive Land hat Zukunft Heimat Hessen stimmen sich die von Ihnen genannten Akteurinnen und Akteure ab und koordinieren ihre Aufgabe. Die im Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz angesiedelte Stabsstelle ist Vernetzungs- und Koordinierungsstelle aller Aktivitäten der Landesregierung, die die ländliche Entwicklung betreffen. Zugleich wird eine Zusammenarbeit mit Kommunen, Verbänden, Vereinen sowie Bürgerinnen und Bürgern erfolgen. Dabei wird sie den fachlichen Austausch forcieren und Ideen für zukünftige Initiativen entwickeln. Die Auftaktveranstaltung hat ja vor kurzem im Ministerium stattgefunden. Die Akademie für den ländlichen Raum sowie die Regionalbeauftragten sind organisatorisch beim Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen angesiedelt. Die Akademie für den ländlichen Raum hat zum Ziel, den ländlichen Raum als nachhaltigen und attraktiven Lebensraum durch Wissenstransfer, Wissensvermittlung und Vernetzung zu stärken. Es ist ihre Aufgabe, den Bedarf für zukünftige und den Änderungsbedarf bestehender Förderangebote zu erkennen. In diesem Zusammenhang besteht die Kernaufgabe der Akademie in erster Linie in der Organisation und Durchführung von Einzelveranstaltungen und Veranstaltungsreihen für die Akteurinnen und Akteure des ländlichen Raumes zu unterschiedlichen Fragestellungen ihrer Entwicklung. Die Regionalbeauftragten gehören zur Akademie für den ländlichen Raum und sind als Kümmerer, Impulsgeber und Begleiter vor Ort unterwegs und sichern damit die dauerhafte Präsenz der Landesregierung in den Regionen Nord-, Mittel- und Südhessen. Sie sind Ansprechpartner für die unterschiedlichen Akteure, Verbände, Kommunen im ländlichen Raum, aus der Wirtschaft, von Vereinen, aus der Zivilgesellschaft und natürlich insgesamt aus der Politik. Vielen Dank, Frau Staatsministerin. Gibt es Zusatzfragen? Es gibt eine Zusatzfrage der Kollegin Knell, des Kollegen Hahn und darf ich das noch? Zwei? Ja, ich glaube, und der Kollegin Schardt-Sauer. Frau Knell, beginnen Sie mal. Ja, vielen Dank, Frau Ministerin. Gibt es denn da eine thematische Zuständigkeitsverteilung oder wird dann auch parallel zu jedem Thema, was den ländlichen Raum betrifft, gearbeitet? Oder wie wird sich da miteinander abgestimmt, dass nicht parallel gearbeitet wird und dann vielleicht Kapazitäten umsonst verschwendet werden? Frau Ministerin. Also die Stabsstelle bei mir im Ministerium ist ja in erster Linie jetzt beauftragt,
den Aktionsplan für den ländlichen Raum zu entwickeln. Dazu gibt es eine interministerielle Arbeitsgruppe, weil natürlich wir zugreifen müssen und auch die Unterstützung brauchen von Ressorts, zum Beispiel Sozialministerium, was die ganze Frage Gesundheitsversorgung im ländlichen Raum, Hebammenversorgung angeht, Digitalministerium, was die Frage digitale Infrastruktur im ländlichen Raum angeht, den Innenminister, was die Vereinsförderung und Sport angeht, der Wirtschaftsminister, was die Fragen Verkehrsplanung im ländlichen Raum angeht. Das wird dort alles zusammengetragen und wird dann am Ende zusammengebaut, sage ich mal, zu einem Aktionsprogramm für den ländlichen Raum. Das, was da, wir haben auch jetzt schon bereits Gespräche und Veranstaltungen in den einzelnen Regionen mit der Kommunalpolitik, mit Verbänden, weil auch deren Interesse, deren Wünsche, deren Vorstellungen auch schon abgeklopft werden sollen und möglichst in diesen Prozess mit eingebunden werden sollen. Damit wir nicht was machen, was, wo die hinterher sagen, das geht ja gar nicht, was habt ihr euch da Blödes vorgestellt? Ja. Die Regionalbeauftragten, die wiederum beraten vor allen Dingen in den ländlichen Regionen über die Förderprogramme, die es bereits gibt, und nehmen natürlich auch Anliegen auf, die sie wiederum rückspiegeln in die Ministerien und natürlich auch zu uns in die Stabsstelle. Und die Akademie für den ländlichen Raum macht im Wesentlichen Veranstaltungen, Veranstaltungsreihen zu spezifischen Themen, die auch für die Leute vor Ort relevant sind. Da bekommen wir in der Regel auch Anregungen aus den Kreisen, die sagen, dazu bräuchten wir mal Anregungen, Impulse. Wir würden uns auch gerne einbringen in die Veranstaltung. So verzahnt sich das. Vielen Dank, Frau Staatsministerin. Nächste oder weitere Zusatzfrage kommt vom Kollegen Dr. Hahn. Sie haben eben von den Kümmerern gesprochen. Sind die Stellen der Kümmerer ausgeschrieben worden und nach welchen Kriterien ist die Besetzung jeweils erfolgt? Frau Staatsministerin Hinz. Zwei der Stellen sind ja besetzt. Ein Regionalbeauftragter hat sein Beschäftigungsverhältnis aufgelöst, weil er nämlich ein neues in einem Ministerium begonnen hat. Und diese Stelle wird jetzt ausgeschrieben, soll neu besetzt werden. Und natürlich, wie immer, wird nach Eignung werden diese Stellen besetzt. Herzlichen Dank, Frau Staatsministerin. Nächste Zusatzfrage. Oh, waren Sie noch gar nicht fertig? Eignung, Leistung, Befähigung. Ja? Okay. Herzlichen Dank, Frau Staatsministerin. Eignung, Leistung und Befähigung bringen jetzt auch die Kollegin Schardt-Sauer dazu, eine Zusatzfrage zu stellen. Und drücken Sie, bitte schön. Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Nachfrage zu der Beschreibung der großen Aufgabe ländlicher Raum seitens der Ministerin. Das sind ja eine Menge Institutionen, die jetzt noch zur Familie dazukommen. Es gibt ja auch noch den Landesbetrieb Landwirtschaft. Und es gibt vor allen Dingen die Ämter für den ländlichen Raum. Und jetzt habe ich mich bei Ihren Ausführungen, Frau Ministerin, gefragt, insbesondere die Regionalbeauftragten sollen beraten zu Förderprogrammen. Das ist aber eigentlich Aufgabe auch der Ämter für den ländlichen Raum, kommunalisiert und nah dran an der Praxis und vor Ort mit den Menschen im Gespräch. Wie passen die jetzt wieder in diese ganze Kommunikationsschiene, die Sie ebenso wortreich beschrieben haben. Herzlichen Dank, Frau Kollegin, Frau Staatsministerin. Die Ämter für den ländlichen Raum, die ja in den Kommunen angesiedelt sind, haben spezifische Aufgaben, die ihnen zugewiesen sind und die sie wahrnehmen mit speziellen und spezifischen Förderprogrammen.
Das, was die Regionalbeauftragten machen, ist ja nicht deckungsgleich, weil die beraten ja nicht über das, womit die Ämter für ländlichen Raum arbeiten, sondern sie beraten im Hinblick auf Förderprogramme der Landesregierung, die nicht dort angesiedelt sind bei den Ämtern für den ländlichen Raum. Wenn jemand allerdings danach fragt, wird er sie darauf hinweisen, dieser Regionalbeauftragte, dass es da eine Stelle gibt, wo entsprechende Förderprogramme angesiedelt sind und wo man sie abrufen kann. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass diese Regionalbeauftragten sehr gefragt sind und dass es sehr gewünscht ist von Seiten der Kommunen, der Kommunalpolitikerinnen, Kommunalpolitiker, aber auch den Verbänden, dass es sie gibt, weil sie das Gefühl haben, sie haben da auch wirklich gute und persönliche Ansprechpartner. Deswegen wollen wir das auch beibehalten. Vielen Dank, Frau Staatsministerin. Damit ist das Fragerecht zu dieser Frage erschöpft. Und wir kommen zu Frage 145, eine Frage des Kollegen Kaffenberger. Herr Kaffenberger, bitte schön. Vielen Dank, Herr Präsident. Ich frage die Landesregierung, plant sie die Kosten der Planung einer Straßenbahn von Darmstadt über Rostov nach Großzimmern zu übernehmen oder sich daran zu beteiligen? Herr Minister Al-Wazir. Sehr geehrter Herr Abgeordneter Kaffenberger, in Hessen obliegt die Aufgabenträgerschaft für den ÖPNV den Landkreisen, kreisfreien Städten und den Gemeinden mit mehr als 50.000 Einwohnern in gemeinsamer Aufgabenwahrnehmung mit den Verkehrsverbünden. Die Prüfung von Angebotskonzepten und der gegebenenfalls erforderliche Ausbau der kommunalen Schieneninfrastruktur ist daher auf der Grundlage der für das Land Hessen getroffenen Aufgabenzuweisungen eine Selbstverwaltungsaufgabe der Kommunen in Zusammenarbeit mit dem Verkehrsverbund. Allerdings, für die Planung kommunaler Schieneninfrastruktur stellt das Land den Verkehrsverbünden Mittel zur Verfügung, mit denen die Planung kommunaler Schieneninfrastruktur unterstützt werden kann. Für die Aufnahme einer Planung durch die Stadt Darmstadt müssen unter anderem zwei Voraussetzungen erfüllt sein. Zum einen muss ein wirtschaftlich tragfähiges Verkehrskonzept vorliegen. Zum anderen muss die Baufinanzierung eines Vorhabens sichergestellt sein, um die Ausgabe von Planungsmitteln zu ermöglichen. Zum jetzigen Zeitpunkt hat sich die Stadt Darmstadt noch nicht entschieden, welches der zur Lösung der Verkehrsprobleme im Darmstädter Osten untersuchten Projekte weiter verfolgt werden soll. Hiervon ist die Finanzierung des jeweiligen Vorhabens abhängig. Und natürlich ist klar, dass die Unterstützung vor allem bei den Baukosten dann da ist. Und Sie wissen, dass wenn das Land es rechtlich kann, dass wir dann auch sehr gerne bereit sind, alles das zu tun, was wir rechtlich können. Aber es sind eben bestimmte Voraussetzungen zu erfüllen. Sie kennen das, Nutzen-Kosten-Analyse mit allem, was so dazugehört. Und wir unterstützen auch dabei und sind auch selbst dabei, uns zu überlegen, was für Möglichkeiten wir haben, um am Ende mehr Straßenbahnen auch in diesem Bereich finanzieren zu können. Und ich hoffe, Sie unterstützen uns dann dabei. Und es geht nicht aus wie bei der Lichtwiesenbahn. Herzlichen Dank, Herr Staatsminister. Frau Kollegin Hofmann hat die nächste Zusatzfrage. Bitte schön. Herr Minister, können Sie das noch einmal konkretisieren? Inwieweit zum einen die Planungskosten, Sie haben es gesagt, das ist auch dann über die Mittel, die Verkehrsverbünde bekommen, entsprechend auch mit unterstützbar, aber auch vor allen Dingen die Baukosten, dass das unterstützt werden könnte, vor allem bei den Baukosten, haben Sie gesagt. Ich bitte das noch mal von Ihnen, dass Sie das noch einmal konkretisieren, und zwar beide Positionen. Herr Staatsminister. Also, für die Realisierung der Straßenbahn von Darmstadt über Rostov nach Großzimmern weist die Machbarkeitsuntersuchung Investitionskosten von über 50 Millionen Euro aus. Für Vorhaben mit Investitionskosten über 50 Millionen Euro erfolgt die Baufinanzierung auf der Grundlage der Regularien des Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetzes. Das heißt, der Bund fördert den Bau der kommunalen Schieneninfrastruktur mit bis zu 60% der zuwendungsfähigen Kosten. Und die verbleibenden 40% werden dann von Land und Kommune getragen. Und das Land übernimmt dann einen höheren Anteil als die Kommune. Das setzt allerdings voraus, dass es einen volkswirtschaftlichen Nutzen gibt. Das heißt, dass die Nutzen-Kosten-Untersuchung einen Wert über 1 ergibt. Und mit den Mitteln der derzeitigen standardisierten Bewertung im Rahmen des GVFG ist es nicht möglich, das an dieser Stelle hinzubekommen.
In der Neufassung des GVFG soll künftig eine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung vorgesehen werden, die die Einführung zusätzlicher Nutzen-Kosten-Faktoren beinhaltet. Wir haben in Richtung des Bundes, der muss das ja beschließen, vorgeschlagen, unter anderem zusätzliche Nutzen-Kosten-Faktoren aufzunehmen, zum Beispiel höhere Bepreisung von CO2 oder die Sicherstellung der Funktionsfähigkeit der Verkehrssysteme. Und wir haben als einziges Bundesland eine gutachterliche Untersuchung beauftragt, die unmittelbar vor ihrem Abschluss steht, um an dieser Stelle zu sehen, wie wir an diesem Punkt das standardisierte Bewertungsverfahren zumindest so weit verändern können, dass wir näher an die 1 kommen, sage ich jetzt mal untechnisch. Und daran müssen wir alle gemeinsam arbeiten. Herzlichen Dank, Herr Staatsminister. Gibt es Zusatzfragen? Weitere Zusatzfrage, Kollege Kaffenberger, bitte schön. Drücken Sie wunderbar. Wie bewerten Sie vor dem Hintergrund der eben getätigten Aussagen die Äußerungen von Mitgliedern dieses Hauses, dass sich die Landesregierung an entsprechenden Planungskosten beteiligt? Herr Staatsminister Al-Wazir. Ich habe an dieser Stelle ja ausdrücklich gesagt, dass die Verbünde Mittel des Landes Hessen bekommen und dass das natürlich eine Finanzierung ist, die am Ende des Tages aus Mitteln zwar von Verbund getätigt wird, aber wo das Land die Verbünde genau dabei unterstützt. Und ich glaube, dass wir alle gemeinsam erstmal dafür sorgen sollten, dass auf Bundesebene erstens die Mittel für das Bundes-GVFG erhöht werden und zweitens wir an dieser Stelle bei der standardisierten Bewertung so weit kommen, dass nicht am Ende derjenige bestraft wird beim Ausbau der Schieneninfrastruktur, der schon bisher ein gutes Busangebot hat, weil dann die zusätzlichen Fahrgäste, die gewonnen werden, in der Rechnung vergleichsweise gering erscheinen und dann ist am Ende dafür bestraft, in Anführungszeichen, dass man bisher schon ein gutes Busangebot hatte. Und ich glaube, an dieser Stelle haben wir alle gemeinsam ein Ziel, dass nämlich wir mehr Schieneninfrastruktur bekommen, und zwar in ganz Hessen. Und wenn am Ende dort auch kommunale Projekte dabei sind, weil es ist ein kommunales Projekt, dann wissen Sie von mir, dass ich allüberall das gerne fördere, sofern es rechtlich möglich ist. Ja, herzlichen Dank, Herr Staatsminister. Weitere sind Sie Fragesteller gewesen? Ja, Herr Kaffenberger hat die Möglichkeit, noch eine Zusatzfrage zu stellen. Genau. Bitte schön, Herr Kaffenberger. Sie scheinen ja sehr gut informiert. Vor diesem Hintergrund frage ich Sie auch noch einmal, ob zu diesem Sachverhalt bereits Gespräche mit Mitgliedern dieses Hauses und Ihrem Ministerium, sei es auf Arbeits- oder Hausleitungsebene, geführt wurden. Herr Staatsminister. Ich rede ständig mit den Mitgliedern des Hessischen Landtags. Ich kann mich erinnern, wir beide haben mal über die Lichtwiesenbahn geredet. Wir sagen, wenn es um die Frage geht, dass wir dazu kommen wollen, dass wir diese Situation verbessern, dann ist klar, dass wir auch mit den Mitgliedern des Landtags reden. Manche schreiben mir Briefe, manche sprechen mich direkt an. Und ich bedanke mich dafür, dass Sie glauben, dass ich gut informiert bin. Herzlichen Dank, Herr Staatsminister. Damit sind wir am Ende der Fragestunde angelangt. Ich bedanke mich sehr herzlich für Fragen und Antworten.